Ja, hallo, herzlich willkommen in meinem neuen Videoaufbau von den Losi 5B. Heute möchte ich euch zum Abschluss bringen das Herzstück, den Motor Senoa G320. Wie ihr euch erinnern könnt, im ersten Video habe ich den schon mal abgespeckt, komplett mit Titanschrauben ausgelegt und haben dadurch ein Gewichtersparnis von 104 Gramm schon mal erzielt. Das möchte ich noch ein bisschen erweitern mit einer neuen Kupplung, neuen Kupplungsgehäuse. Ja, mehr eigentlich schon gar nicht mehr zum Gewichtsoptimieren. Was noch dazu kommt, ist ein Schutz fürs Lüfterrad und Luftfilter haben wir noch. Und dann haben wir den Motor endlich zum Abschluss gebracht. Ja, das machen wir jetzt mal und sehen und hören uns beim Zusammenbau. Ja, kommen wir zu dem Teil Wiegen. Was haben wir bis jetzt gespart? Im ersten Video konntet ihr sehen, bei dem Motor ein Gewichtersparnis von 104 Gramm, ein erleichterteres Lüfterrad. Er gab 14 Gramm und der Motor wurde komplett mit Titanschrauben ersetzt. Das gab knapp 96 Gramm. Jetzt haben wir eine neue Kupplung. Kupplungsgehäuse, Luftfilter und Lüfterradabdeckung. Das wiege ich jetzt mal alles. So, fangen wir mit der Kupplung an. Das ist die Standardkupplung, da ist auch die Schraube drin. Wir wollen ja alles wiegen. Da haben wir ein Gewicht von 138,30 Gramm. So, nun die neue. Die habe ich schon mal umgestellt auf Stufe 1. Die soll mal wegen einlaufen. Da die bei 6000 Umdrehungen greift die dann. Und natürlich eine Titanschraube. Meine erste Schraube, die ich einzeln bestellen musste, weil ich die nicht hatte. Ja, mal sehen, was die wiegt. 78,45. So. Sagen wir Kupplungsgehäuse, 73 Gramm. Ach, ich habe ja gar nicht vorher. Na, wo ist denn das hin? Das habe ich aber irgendwo stehen. Gucke ich gleich. So, dann der originale Luftfilter. Da sind alle Schrauben drin, Muttern und dieser Saug. Anschluss. Ja. Ja, das mal irgendwie hier drauf balancieren. 135,90. Wie vorher? 135,90. Ja, der neue Luftfilter von TPS. Wiegt mal. Bewegen und wiegen. Wiegen 94,45. So, der weg. So, ein Kumpel hat mir Lüfterraddeckel mitgebracht, der leichter ist. Wie wiegen wir den jetzt? Gar nicht. Doch, er bleibt stehen. Der Original wiegt 116,10 Gramm. Und der neue, bleib stehen, 106,5 Gramm. So, rechnen wir mal alles aus. So, jetzt haben wir alles. Update. Die ersten drei Sachen hatten wir. Bei der Kupplung wiegen wir 59,85 Gramm weniger, also fast 60 Gramm leichter. Kupplungsgehäuse 4,35 Gramm leichter. Luftfilter 41,45 Gramm leichter. Habe ich aber schlecht geschrieben.
und Lüfterradabdeckung 10,05 Gramm. So, das sparen wir uns noch hier fürs Finale, das Gesamtergebnis. So, dann werden wir mal die ganzen Sachen montieren. So, Schritt 1, Motor. Leichtere Lüfterradabdeckung. Mache ich als erstes dran, dann steht er wieder auf der anderen Seite besser. Erstes Teil ist dran, glänzt viel mehr, sieht schöner aus sogar. So, jetzt steht da auch schön der Motor. So, einmal Kupplungsgehäuse. Jetzt mal gucken, wenn das alles passt. Muss das dann Scheibe dran. Wenn eine reicht. Sieht gut aus. Nochmal Kontrolle machen. Okay, berührt nichts, schleift nichts, passt. Das mache ich jetzt nur dran zum Gegenhalten, wenn ich die Kupplung anziehe. Hätte ich mir auch sparen können. Ich habe mir ja das Werkzeug gekauft. Total vergessen. Aber so kann man es ja auch machen. Machen wir es eben wieder ab. Ist doch viel professioneller so. So. Sauber. Sehr schön. Wirkt ein schöner Motor. Sehr schön. So, hier schleift auch nichts mehr. Im ersten Video hat das nämlich geschliffen. Da musste ich sogar zwei Distanzscheiben drunter machen. Das hat immer noch nicht gepasst. Aber jetzt mit der neuen Kupplung geht das auch besser. So, kommen wir noch zu dem Lüfterradschutz. Wenn da was reinfliegt dann und platzt was ab, dann hat man eine ganz schöne Umbruch. Fertig. Viel schneller, wie ich gedacht habe. Das jetzt noch dran. Mal so gut wie geschafft. Aha. Man muss es ja auch erstmal festschrauben. Übung macht der Meister.
So, jetzt machen wir noch den Vergaser dran und dann können wir wiegen und dann wissen wir ganz genau, was wir gespart haben. Ein bisschen Ordnung hier. Trommelwirbel. Bleib stehen. Ne? 2162. Neues Ergebnis 2163. So, schnell ausrechnen. So, jetzt haben wir ein Gesamtergebnis oder ein Gesamtgewichtsersparnis von 148 Gramm. Man könnte jetzt noch 5 Gramm zuwiegen, also dazu addieren, weil diese Lüfterradschutz wiegt knapp 5 Gramm. Aber wir wollen ja jetzt auch nicht so pingelig sein. Also kann man sagen, 150 Gramm haben wir den Motor leichter bekommen. So ist er jetzt wie im ersten Videoteil. Und jetzt tun wir noch den Luftfilter dran machen. Und dann haben wir es geschafft. Nein. Ich muss mich nochmal korrigieren. Ich habe mich mit verrechnet. Ich habe falsch abgeschrieben von der Waage. Machen wir nochmal schnell neu, weil das konnte nicht stimmen. Weil die Kupplung ja schon mal 60 Gramm leichter ist. Konnte man ja nicht nur 44 Gramm sparen. So, wir haben 2165. Das zeigt aber immer was anderes an. 0 ist. Doch, stimmt. 2165. So, Korrektur. 166 Gramm. Also runden wir jetzt auf 170 Gramm. Also nicht direkt aufrunden, sondern wegen dem Lüfterradschutz. Haben wir ein Ersparnis von 170 Gramm. So sind wir fast auf diesen Originalgewicht von den kleineren Motoren gekommen, weil die ja 200 Gramm leichter sind. Ja, gut. Machen wir jetzt eben den Luftfilter noch dran und dann endlich fertig. Ja, hier ein richtiger fetter Ansaugtrichter drauf dabei. Im Gegensatz zu dem Standard. Schon Unterschied. Na gut, leider sind die Schrauben zu lang, da muss ich andere nehmen, aber das ist ja kein Thema, die zwei Schrauben nachher zu wechseln. Wir können jetzt sagen, fertig, so sieht das Ding aus. Ja, so sieht's aus. Ich konnte es jetzt auf mich sitzen lassen, habe noch schnell die zwei Schrauben gekürzt für den Luftfilter. Und kann jetzt sagen, er ist 100% fertig. Das wird gefeiert. Ja, mal zur Zusammenfassung. Wir haben jetzt also bei den Sonora G320 Motor 170 Gramm gespart. Das ist ohne Luftfilter gerechnet. Ansonsten ist alles mitgerechnet. Ja, mal Zusammenfassung. Es wurden komplett Titanschrauben im Motor verbaut. Dann ein erleichtertes Lüfterrad, ein erleichtertes Lüfterraddeckel, dann eine leichte Kupplung und mehr fällt mir gar nicht ein. Ja, wenn euch das Video gefallen hat und möchtet weiter den Aufbau von den Losi 5 mitverfolgen,
dann folgt mir einfach auf den Kanal. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Also sehen wir uns im nächsten Video wieder. Heute machen wir die Vorderachse-Montage mit den gewichterleichterten Titanstangen, Spurstangen und Stoßdämpferhalter und hier die ganzen Alu-Schrauben und hier eben die Originalteile auf der Seite.